Rüdiger Frohn von der Mercator Stiftung. Wir sind hier in Essen auf Zeche Zollverein. Zeche Zollverein war ja im Prinzip ja, das Symbol für die Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Und diese Kulturhauptstadt hatte ja eigentlich zum Ziel, dass Kultur im Ruhrgebiet immer stärker ja, in den Fokus rückt und gleichzeitig auch kulturelle Ereignisse immer stärker da sind. In Duisburg gibt es jetzt das Problem Haushaltssanierungsplan. Und einen großen Teil dieser 82 Millionen Euro, die eingespart werden müssen, sollen im Bereich Kultur eingespart werden. Die Idee vom Verwaltungsvorstand der Stadt Duisburg, 7 Millionen bei der Oper, Deutschen Oper am Rhein zu sparen und dadurch praktisch die Opernehe, die seit 56 Jahren mit Düsseldorf besteht, ja, zu trennen, zu scheiden. Wie ist Ihre Position dazu? Zunächst einmal ist es zu beklagen, dass die Kommunalfinanzen so schlecht sind, wie sie sind. Und hier muss Politik dringend auf Bundes- und auch auf Landesebene etwas ändern, damit Kommunalpolitik überhaupt handlungsfähig ist. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, die Deutsche Oper am Rhein mit ihren beiden Spielorten, Duisburg und Düsseldorf, sind ein Markenzeichen für den linken Niederrhein gewesen. Sie haben eine großartige Ausstrahlung gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass der Wert, den diese Opernpartnerschaft auch entwickelt hat, für die Wahrnehmung und die Anerkennung dieses Raumes, höher gewichtet wird, als sie offenbar vom Verwaltungsvorstand zurzeit gewichtet wird. Ich meine, man sagt immer, auch in der Politik, man soll kooperieren, man soll Synergieeffekte nutzen. Und ich meine, Duisburg und Düsseldorf machen das jetzt seit 56 Jahren. Wir sind hier gerade, ich kann es ja verraten, bei einer Veranstaltung, wo drei Universitäten, die ja bekanntermaßen auch alle, ich sag mal so, ihren eigenen Stellenwert haben und nicht ganz so gerne zusammenarbeiten, aber miteinander kooperieren. Sollte das nicht eine Selbstverständlichkeit werden? Sollte man da nicht vielleicht gucken, wo man solche Mittel herkriegen kann? Ja, der gute Wille schafft natürlich noch kein Geld in die Kasse. Das ist das eine. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass wir den kulturellen Reichtum, der einen Teil der Attraktivität unseres Raumes ausmacht, dass wir den bewahren und dass Duisburg ein großes Erbe, das ja nicht nur mit der Deutschen Oper am Rhein, sondern auch mit anderen Einrichtungen, dem Lehmbruck-Museum, verbunden ist, dass man die pflegt und bewahrt. Denn die Zukunft gehört solchen Städten, die auch über kulturelle Infrastruktur verfügen. Würden Sie den Satz unterschreiben, die Deutsche Oper am Rhein muss bestehen bleiben? Es ist nicht meine Sache, den politisch Verantwortlichen aber etwas vorzuschreiben. Aber dass ich mir wünschen würde, dass diese wunderbare Partnerschaft erhalten wird, diesen Wunsch, den will ich Ihnen gerne sagen. Herr Frohn, vielen Dank. Gerne.